Tema termini bruf lesik bruf organizmen. Di sicht vorwärts schreibende wissenschaftlich technische schreitende Revolution sowie die beständig wachsende Anteilnahme der Menschen an Vorgängen in Kunst und Kultur führen also zu logischen Voraussetzungen zu linguistischen Folgerungen, zu steigender Relevanz der Fachlexik in sämtlichen kommunikativen Bereichen des Gesellschaftsverkehrs. Die mündliche und schriftliche Rede der Menschen gewinnt ein natürliches, professionelles Kolorit, insofern es sich um die der jeweiligen Arbeit und der unterschiedlichen Interessen der Gesprächspartner angemessene Ausdrucksweise handelt. Dass im Stil der Wissenschaft heute die deutsch- und fremdsprachigen Termine oft den stilistischen, diversierten, allgemein verständlichen Wortschatz überwuchern und daher zu einer Art wissenschaftlichem Jargon führen, ist gewiss ein Unding. Selbstverständlich kommt es zur Widerspiegelung der objektiven beruflichen Sprachcharakteristik in Form beruflichen Kolorzeichnung zu gezielten Stelleffekten bei entsprechender Thematik in der schönen Literatur. Stilleffekten. Der Presse und der Publizistik. Unter Fachlexik fassen wir schon folgende charakterologische Untergruppen zusammen. Deutsche und fremdsprachige Termine, funktionalistisch gefärbte Lexik, nicht terminologische Art, Adverben, Präpositionen, deren Gebrauch sich nicht nur auf bestimmte Substile beschränkt, Stile, Substile, wie etwa verbindlichste Danken, Zwecks, Berufs- und Tenderberufslexik. Dazu kommt die Berufsjargonismen als emotionale, scherzhafte oder satirische Synonyme zur neutralen Fachlexik. Dass die professionelle Kolorierung ein Element des sozialen Kolorits bildet, braucht kaum bewiesen zu werden. Es ist kein Zufall, wenn in Zeitschriften und Zeitungen immer öfter Sprachen auftauchen, in denen die Lesermassen mit der spezialistischen Lexik wichtiger Wissens- und Berufszweige bekannt gemacht werden. So entsteht ein Pressegenre auf der Spartensprache. Textsorte auch von ausgeprägt dem natürlichen Berufskolorit, das Interview mit Fachleuten, die demnach nicht Fachmann lebensnahe Begriffe und deren Benennung erläutern. Dazu zwei unterschiedliche Beispiele aus einem wissenschaftlichen und einem praktischen Fachgebiet bei dem der Neuen Berliner Universitäten aus der Herr Doktor heißt es Parodontose oder Parodontose. In der Zahnmedizin hat man sich für das griechische Parodontose entschieden. Zum Beispiel. Das heißt durch Zahn Ausfall, Parodontose. Ist nur eine Form der Zahnbitterkeit.
Peter Krankum. Viel häufiger aber sind die entzündlichen Erkrankungen, nämlich die Parodontitis. Wenn man sich nicht in Behandlung begibt, kommt es zu Zahnausfall. B. Was tut ein Schorn ein Fäger eigentlich im Sommer? Im Sommer ist mehr zu tun als im Winter. Neben der Kehrarbeit heißt es Schornsteinfeger. Lungen und Reinigungsanschluss überprüfen. Wer seinen Ofen zu früh zuschraubt, schadet sich und der Volkswirtschaft. Der Ofen gibt zu wenig Wärme ab. Der Schornstein versottet. Das heißt, durch die Ausscheidungen verschmutzt. Bemerkenswert, dass zahlreiche Fachausdrücke meist Berufslexik weniger als Termini vielleicht. Neben dem professionellen Kolorit auch nationales Kolorit aufweisen. Im oben angeführten Beispiel findet sich das in der deutschen Variante geheimatete Substantiv von Steinfeige. Im österreichischen Sprachgebrauch hatte dieses selten verwendete Wort amtlich offizielle, zum gehobenen tendierende Stilfärbung. Im Alltagsleben tritt an seine Stelle der Ausdruck Rauchfangkehrer. In die Berufsliste darf gewiss die neutrale Schülerlexik mit Ausschluss der Schüler Organismen Schwanzen eingereicht werden. Berufslexik. Berufslexik Termini zum Beispiel. Я помню ползунок только aus dem Auto. Что его называют? Что какую-то деталь там ползунок называет. А здесь? Amtlicher Stil. Amtlicher. Parodontose, zum Beispiel. Parodontose. Здесь пример. Termini aus der Wissenschaft und aus der Berufslexik. Was ist beruflich? Im oben angeführten Beispiel findet sich das in der deutschen Variante beheimatete Schornsteinfeger auch. Schornsteinfeger. Im Österreich gebräuchlich Rauchfangkehrer. Österreichisch Rauchfangkehrer.
Ferrer. In die Berufslexik der gewiss neutrale Schülerlexik, auch Schülerlexik. In der gewiss die neutrale Schülerlexik mit Ausschluss der Schülerorganismen eingereiht werden, insofern sie denn für eine altersmäßig gekennzeichnete Bevölkerungsgruppe spezifischen Wortschatz charakterisiert. Schnurkifster kann ich kommen, will ich schwanzen. Gerade hier stößt man auf eine ganze Reihe von Ausdrucksdivergenzen. Für ein dasselbe Denotat jubelnd schwenkt ein österreichisches Schulkind sein Zeugnis. Vorher habe ich lauer ein Einser. Vorher. Habe ich lauer Einser. Lauer Einser. So, gute Noten habe ich schon lange nicht gehabt. Ein Kind aus der DDR, wie eben so zum Beispiel. So gute Noten, vorher habe ich lauer Einser. So gute Noten habe ich schon lange nicht gehabt. Ein Kind aus der DDR wird aber so jubeln sein Zeugnis betrachten. Dieses Jahr habe ich lauter Einsen. So gute Zensuren hatte ich schon lange nicht. Bei der Abschlussprüfung an Gymnasien, Mittelschulen bzw. Oberschulen, Matura, Abitur. Stehen einander der Maturant und Abiturient gegenüber. Fügen wir noch einige Beispiele aus dem offiziellen Hochschulwortschatz hinzu. Nach Abgabe Abiturient Maturant Matura. Aus dem offiziellen Hochschulwortschatz hinzu, nach Angabe der Naugrad Dissertation und erfolgreichem Bestehen der rigorosen, strenge Abschlussprüfungen, rigorosen. Zum Beispiel erhält der Student in Österreich in der Bundesrepublik Deutschland den Doktortitel Doktor Philosophische, Doktor Juristisch, Doktor Medizinisch, Doktor Theologisch in der DDR wird der Absolvent einer Hochschule nach der positiven Beendigung der entsprechenden Studien zum Diplom Guriner Ingenieur, vielleicht Pädagogen, Trainer und andere mehrere, die weitere akademische Laufbahn. Besteht aus zwei Stufen, die durch Verteidigung und wissenschaftliche Arbeiten AB-Dissertation erreicht werden. Der erste Titel ist je nach dem Fachgebiet Doktor Philosophische, Doktor Juristische, Doktor Ökonomische und andere. Der zweite Doktor Scientific, das heißt Scientiarum. 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 Der Wissenschaften, dieser Titel hat der Doktor Habilitat abgelöst. Habilitation. Habilitation.
In der Berufsexik. Macht sich die Tendenz zur Sprachnähe bemerkbar und damit im Zusammenhang auch gelegentlich ein Übergang zum nationalen Synonym, zum Berufsjargonismus, so zum Beispiel ist im Wortschatz der Journalisten Manus als Kurzform von Manuskript entstanden. Gänse als scherzhafte Abkürzung von Gänsefüßchen. Journalist-Termine. Abkürzungen Manuskript. Gänse, Kawuczki. Gänse streichen. Gänse streichen. Gänsefüßchen. Gänsefüßchen, Kavuçkim. Im Schnitt, Durchschnitt. Im Schnitt. Durchschnitt der Achter, der Vierer, der Zweier, Achter, Vierer, der Achter, der Vierer, der Zweier geben Bootsklassen an, die von 8, 4 oder 2 Ruderern geführt werden. Der Henk zur Kurze verwies auf die Grenze zwischen dem Fachwort und dem Berufsjargonismus. Beruf, Jargonismus. Dem Nicht-Sportler könnte der folgende Satz Schwierigkeiten bereiten. Im Zweier ohne waren die der russischen Schiffsmannschaft. Nicht zu schlagen, außerdem holen sie sich im Zweier mit im Vierer ohne Zweitplätze. Gemeint sich im Boden mit ohne Steuermann. Nationale Nummer aus Weiß ist veraltet. Die Dresdner Crew würde zum Goldboot, zum Traumführer. Ihre Besatzung erhielt die Bezeichnung ungestörte Dresdner. Professionelle Organismen sind für Angehörige anderer Berufe nicht immer verständlich. Professionelle Jargonismen. Dass der schwarze Mann einen Rauchfangkehrer bezeichnet oder wedeln, das Kurzschwingen mit schmaler Schiffführung ist nicht schwer zu erraten. Hingegen lässt sich der typografische Jargon müssen Schuster Junge für die erste Zeile eines neuen Absatzes, die noch auf die vorangehende Seite kommt, nicht ohne weiteres verstehen. Schuster Junge. Typograf. Все, ты устарел уже.
Ein anderer Bild kräftiger und der leicht erfassbare Ausdruck für dieselbe Erscheinung ist Waisenknabe. Schwer zu erklären scheint uns der professionelle Jargonismus Waschzettel, weil mir die Innenklappe des Schutzumschlags Waschzettel. Eines Buches oder auch ein dem Buch begleitet schmaler Zettel mit kurzer Besprechung gemeint ist. In der Fachlexik an der Mauer trägt der prosaische Lift für Baumaterialien. Der romantischen Namen Hexe. Denn der Aufzugboden mit dem beladenen Schubkarren bewegt sich auf der Gleitschiene hinauf und hinunter wie eine Märchenhexe auf ihrem Besenstiel. Dieser Berufsorganismus wird dank seiner Bildkraft mancherlei stilistischen Effekt, vor allem Humor, wenn man zum Beispiel von allen Seiten nach der Hexe ruft. Und die Hexe wird gewöhnlich von einer weiblichen Arbeitskraft bedient. Die Stufen der Berufsorganisation umfasst die Skala vom literarischen und sprachlichen Liberta Salope bis zum Groben über. Realien Bezeichnung realien Wörter. Schon im Vorangehenden würden Begriff und Terminus Realienwörter Oders im Zusammenhang mit den Mitteln der Koloritzeichnung erwähnt, allein durch den Kontext verständlich. Daher nur noch kurze Ergänzungen. Während Fachausdrücke und Berufsjargonismen als Schichten des Wortschatzes eine lexikologische Erscheinung sind, müssen die Realienwörter als stilistische Kategorie angesehen werden. Sprachlich werden sie ausgedrückt durch Terminenberufslexik, durch Historismen, Archaismen, durch Neologismen, oft in Form von Kurzwörtern, durch phraseologische Fügungen, insbesondere Zitate durch Familiennamen, Städte, Länder, Fluss, Bergnamen, durch Ziffern, Material und so weiter. Der Stilforscher darf an der Erscheinung der realen Wörter nicht achtlos vorbeigehen, denn sie bilden einen wesentlichen Faktor in sämtlichen Stilen der Nationalsprache. Eine besonders wichtige Rolle spielen sie im Stil der Wissenschaft und im publizistischen Stil, weil sie zur Beweisführung dienen. Sie werden durch weg neurologisch gegenständlichen Bedeuten mit expressiver Nullfärbung gebraucht, wobei sie dem Gesagten größeren Nachdruck, größere Überzeugungskraft verleihen. Die realen Wörter sind ein erneuter Beweis dafür, dass ein Lexem an sich völlig neutral, eindeutig nominativ und jeder Nationalität da sein kann. Im großen Zusammenhang aber dennoch eine bestimmte stilistische Aufgabe erfüllt. Soziale Jargonismen. Unter sozialen Jargonismus versteht man die spezifische Lexik bestimmter Kreise von Menschen, die sich bewusst aus unterschiedlichen Gründen auf unterschiedliche Arten von ihrem Sprachkollektiv absondern wollen. Dies betrifft in der Klassengesellschaft die sogenannte Oberschichten Adel, Großbourgeoisie, höheres Militär
ihrem Gegenpol. Die sogenannten deklassierten Elemente. Das die beiden Bevölkerungsgruppen miteinander verbindet, deklassieren. Ist eine ablehnende bzw. feindliche Einstellung zur Gemeinschaft, in der sie leben. Zweifellos sind diese Organismen, genau gesagt, einzelne von der allgemein üblichen Wörtern, deren Zahnsprache durch abweichende Bedeutungen Bildungswege gezeichnet, Lexeme, die wichtigste Stütze der Jargons. Dennoch dürfen manche Besonderheiten anderer Ebenen nicht übersehen werden, so etwa gewisse syntaktische Konstruktionen im Adeljargon, seine Majestät. Majestät. Majesty. Im Adeljargon zum Beispiel. Seine Majestät. Haben Bejohlen oder Aussprache und Intonation Eigenheiten wie Schnarren, schneidig abgehackte Sprechweise, Vergleich Heinrich Mann, der Untertan sprach Porträt des zum Beispiel. Premierleutnants A.D. Karnauke. Diese sprachlichen Besonderheiten können als Merkmale des sozialen Kolorit in der schönen Literatur, in der Presse und Publizistik ausgewertet werden. Diese Organismen der Oberschichten als all die geschriebenen Wörter und Wendungen, die unpopulären Fremdwörter, Sprachschriften, Zitate der einfachen Menschen verstellen, sie haben für die gesamte Sprachgemeinschaft heute schon wenig Gewicht. Sie sind mehr unter dem historischen Aspekt von Interesse, daher nur ein Textbeispiel aus Hoffmanns, Ernest Theodor Amadei Hoffmanns. Kreislehrbuch, einem Werk, das scharfe satirische Ausfälle gegen den feudalen Adel enthält. Der Dichter schildert, wie das regierende Haupt eines kleinen deutschen Fürstentums stets darauf gedacht war, sich durch entsprechende Wortwahl von den gewöhnlichen Menschen zu distanzieren, als zum Beispiel der Hofmarschall die junge Prinzessin und ihre beste Freundin als Liebesmädchen bezeichnet. Wird der Fürst ganz ungehalten über diese Verletzung der Hofetikette, die liebenswürdige Prinzessin. Das liebe Mädchen verbessert der Fürst, indem er Hofmarschall mit großen Augen anblitzt. Des deutschen Adeljargons bedient sich in früheren Zeiten auch Personen anderen sozialen Schichten, sobald sie mit hohen Herrschaften in Berührung kamen. So müsste sich der junge Schiller, dem alle vor Maikram tief verhasst war, mit folgender Formulierung an der Herzog Eugen von Württemberg wenden. Höchst dieselben haben mir auf das strengste verboten,
literarische Schriften herauszugeben. Brief vom 24. Dezember 1782. Triste Letna Sat. Die in Gegenwart Sprachverhalten Ausdrücke sie selbst höchstpersönlich, höchst persönlich in der Bedeutung in eigener Person, früher bei Nennung hochgestellter Persönlichkeiten, werden heute im Stil der Alltagsrede zum humoristischen oder satirischen Zweck verwendet. So sagt man zum Beispiel einem unwarten Gast. Das ist aber nicht von dir. Du hast dich heute selbst zu mir begeben. Zu Gast. Das ist aber nicht von dir. Du hast dich hochst selbst zu mir begeben. Der Jargon der deklassierten Elemente kriminelle, nicht werktätige, historisch als Rotwelsch entstanden. Deklassierte Rotwelsch. Entstand wie gewöhnlich als Argot bezeichnen. Einzelargatismen, die das Zeitkolorit dieser Bevölkerung charakterisieren, zum Beispiel Synonyme zu Gefängnis, Gefängnisstrafe, Knast, Z. Knast, Z. Abkürzung von Zuchthaus, Café, Viereck, Gefängniszelle. 2 Jahre Knast abgebrummt bekommen, Knast schieben, Z sehen und andere werden bei entsprechender Thematik in der schönen Literatur zu sozialen Kulturen verwendet, auch in der Presse. Durch derartige Geheimlexik das Milieu der Arbeitsscheuen in der Klassengesellschaft heute untermalt. Zum Beispiel heiße Ware, gestohlene Ware, Traumzigarette mit Rauschgift.